Oh, hi. Ich wollte euch eigentlich erklären, worauf ihr achten müsst, damit ihr beim Zocken von Handygames Spaß und keinen Ärger habt. Wartet kurz, ich habe noch ein Leben fürs nächste Level. Oh, Mist. Jetzt habe ich es nicht geschafft und jetzt muss ich warten, bis ich weiterspielen kann. Na toll. Aber eine gute Sache, jetzt habe ich Zeit und wir können endlich mit diesem Video starten. Gaming, auch am Handy, soll ja vor allem eins Spaß machen. Aber es gibt ein paar Dinge, die können ganz schön nerven. Zocken auf dem Handy geht ja so gut wie überall. Einerseits ist das super cool, weil ich überall spielen kann, wenn ich zum Beispiel auf die Bahn warte oder Langeweile habe. Aber andererseits ist das nicht so cool, wenn ich super viel nicht mitbekomme oder sogar die Bahn verpasse, weil ich lieber am Handy hänge. Habt ihr euch selbst vielleicht auch schon dabei erwischt, dass ihr ganz unbewusst das Handy aus der Tasche holt und anfangt zu spielen und die Zeit vergesst? Oder kennt ihr andere, denen es vielleicht so geht? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn man gar nicht mehr anders kann und ständig nur ans Zocken denkt und unruhig wird, wenn man nicht spielen kann, dann kann das Spielsucht sein. Und viele Handyspiele sind so aufgebaut, dass man immer wieder Lust drauf hat und so lange wie möglich drin spielt, einfach weil die, die die Spiele machen, damit Geld verdienen. Für euch bedeutet das, im Spiel gibt es beispielsweise Aufgaben, die immer wieder gelöst werden müssen oder Belohnungen für das nächste Level. Und wenn man die schafft, werden im Gehirn Glückshormone ausgeschüttet. Und das fühlt sich gut an. Das Gehirn merkt sich das dann und will dieses Gefühl immer wieder. Und das bedeutet, das Gehirn denkt immer wieder ans Zocken. Wenn ihr also merkt, dass ihr oft ans Zocken denkt und auch viel Zeit mit Spielen verbringt, dann redet am besten mit euren Freunden und mit euren Eltern darüber. Und in besonders starken Fällen könnt ihr euch auch Hilfe suchen. Ihr findet dazu Infos auf logo.de und in der Videobeschreibung. Ich habe es nicht geschafft, in 5 Versuchen aufs nächste Level zu kommen, aber nur 5 Versuche waren kostenlos. Und jetzt muss ich 5 Stunden warten, bis ich weiterspielen darf. Es nervt, ich will ja jetzt direkt weiterspielen. Was? Für nur 7 Logons kann ich weiterspielen? Das ist ja super, das mache ich. So, da klicke ich drauf. Naja, das Problem ist nur, dieses Spielgeld ist oft echtes Geld. Das wird jetzt von meiner Kreditkarte abgebucht, bei euch dann zum Beispiel von der Kreditkarte eurer Eltern oder es geht von der Handyrechnung ab. Und so kann es passieren, dass man Geld ausgibt, ohne es richtig zu merken. Das sind In-App-Käufe, so werden sie genannt, und die könnt ihr in euren Handy-Einstellungen deaktivieren oder einschränken. Also macht das unbedingt, damit ihr da die Kontrolle behalten könnt und ihr oder eure Eltern nicht hinterher eine mega hohe Rechnung bekommt. Und da ist noch eine Sache, auf die ihr ein Auge haben solltet: eure Daten, also Informationen über euch. In den meisten Spielen muss ein Name und eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Aber Spielebetreiber sammeln oft noch mehr Daten über Spielerinnen und Spieler, zum Beispiel um euch passende Werbung anzuzeigen. Außerdem gibt es ja auch in solchen Spielen oft Chats, in denen sich Spielerinnen und Spieler austauschen können. Und da ist es wichtig, ihr kennt diese Leute nicht. Also geht es auch niemandem etwas an, wie alt ihr seid, wo ihr wohnt oder wo ihr zur Schule geht. Also geht da echt auf Nummer sicher und behaltet diese Infos für euch. Also wenn ihr auf diese Sachen achtet, nicht zu viele Daten preisgeben, auch mal Pausen machen und bei In-App-Käufen überlegen, ob ihr auch wirklich Geld ausgeben möchtet, dann steht dem Spaß beim Zocken auch langfristig nichts im Weg. Danke euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. So, bis zum nächsten Video und ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter.